Welches Zeichen haben die beiden Autos gesetzt? Der TT war für die damalige Zeit eine Riesensensation, weil er hat wieder das Thema Roadster, das Thema Spaßfahrzeug, und zwar erschwingliches Spaßfahrzeug, neu belebt. Jetzt zwei ganz interessante Fahrzeuge, die zwar auf den ersten Blick ganz unterschiedlich sind. Einmal der TT Roadster der ersten Serie. Hat heute schon Kultstatus. Und nebendran der New Beetle der ersten Generation. Die Autos basieren im Prinzip auf einer ähnlichen Technik, nämlich auf der sogenannten VWA-Plattform oder auch Golf-Plattform genannt, auf der auch der erste Audi A3 aufgebaut wurde. Alles sehr erfolgreiche Fahrzeuge. Und naja, was kennzeichnet jetzt diese Plattform? Frontantrieb und quer eingebaute Motoren. Den TT gab es dann sogar auch noch mit Allradantrieb, Quattro. Das ist allerdings jetzt hier ein Frontantrieb angetriebener. Die Motoren sind quer eingebaut. Die Motoren von Audi TT und New Beetle waren, da war auch ein Motor, war identisch, der 1,8T Turbo, der hier in dem TT ist. Der wurde auch in dem VW New Beetle eingebaut. Wobei hier der New Beetle auch über einen ganz legendären Motor verfügt, über den 1,9 TDI, also ganz eine große Rarität, ein Diesel im Cabrio. Sehr sparsam, 5 Liter, schnell außerdem, mit 250 Newtonmeter. Hat er richtig Bums. Ja, auch vom Design her kann man schon, auch wenn die Autos jetzt auf den ersten Blick unterschiedlich aussehen, erkennt man doch gewisse Gemeinsamkeiten im Design, was damit zu erklären ist, dass diese Fahrzeuge erstens mal zur gleichen Zeit gezeichnet wurden, im gleichen Konzern und auch die gleichen Designer hier mitgewirkt haben. Man kann es ganz gut erkennen, soll ich was zeigen? Ja, man kann es ganz gut erkennen, zum Beispiel hier an der Ausformung der Kotflügel über den Rädern, natürlich hier beim New Beetle in Reminiszenz an den Original, wesentlich voluminöser, aber auch der TT hat jetzt hier diese wunderbare Radbetonung über diese Kotflügelverbreiterung. Dann, was man auch hier sehr schön sieht, ist die sogenannte Nullfuge beim Stoßfänger, die eigentlich zuerst bei Audi eingeführt wurde, die also praktisch diesen nahtlosen Übergang von Karosserie auf Stoßfänger hat, beim TT, hier sogar mit diesen beiden Fugen, sodass das Fahrzeug insgesamt sehr körperhaft, sehr körperbetont ist und nicht der Stoßfänger eben wie so ein Fremdkörper am Auto hängt, sondern Bestandteil ist vom Design. Sieht, wenn wir jetzt mal von vorne drauf schauen, wenn wir hier mal uns anschauen, diese Blenden, diese Luftblenden unten, auch sehr ähnlich aufgeteilt, sogar sehr ähnlich von der Struktur, von der Wabenstruktur. Das sind so paar Details, die eben zeigen, dass die Fahrzeuge eine gewisse Verwandtschaft miteinander haben. Ja. Der New Beetle in der Form wurde gebaut bis 2010, also der ist sehr, sehr lange gebaut worden, kam 1998 auf den Markt, als 1998 kam der auf den Markt als Limousine und ein Jahr später oder zwei Jahre später als Cabrio. Als Cabrio ist er natürlich wesentlich seltener und macht natürlich nochmal deutlich mehr Spaß. Ja. Was auch interessant ist bei beiden Fahrzeugen, die Verdecköffnungszeiten sind genial schnell, also das sind keine 10 Sekunden. Ich kann jetzt das Verdeck beim New Beetle nicht zumachen, weil ich habe eine Persenning drüber. Man könnte es nachher nochmal separat vorführen, wenn man die Persenning wegnimmt, wie schnell das geht. Wo kann man noch gewisse Gemeinsamkeiten erkennen? Da müsste man jetzt eigentlich was ganz Gemeines machen. Man müsste die Autos also aufs Dach legen und sich die Achsen anschauen, die Achskonstruktionen. Da würde man auch gewisse Gemeinsamkeiten sehen. War das jetzt das manuelle Verdeck? Ja. Ja. Der New Beetle zum Beispiel verfügt über das vollautomatische Verdeck.
Gab es beim TT auch, aber bei dem Roadster braucht man es nicht wirklich, denn das Verdeck, das ist so klein, so leicht, das kann man also spielend leicht auch von innen einfach nach hinten werfen. Das würde beim New Beetle nicht gehen. Ja. Aber wenn man sich so Details anschaut, wie jetzt zum Beispiel den Öffnungsmechanismus hier fürs Verdeck, auch das ist bei beiden Fahrzeugen sehr ähnlich und nach dem gleichen Prinzip gestaltet mit diesen beiden Zapfen, die sich dann da oben im Scheibenrahmen verzahnen. Ist beim New Beetle fast identisch. Bei beiden Fahrzeugen diese Schwelleaufsätze, also diese Teile, sind auch sehr ähnlich gestaltet, die also praktisch die Radläufe vorne und hinten miteinander verbinden. Im Heck kann man eigentlich auch gewisse Gemeinsamkeiten erkennen. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Gestaltung anschaue, hier von dem Scheinwerfer MTT, der sich also hier komplett in die Karosserie einfügt, aber auch hier mit diesen runden Elementen, die sich hier in dem Beetle, in der Heckleuchte, nicht Scheinwerfer, in der Heckleuchte vom Beetle auch wiederfinden. Die Form von der Heckleuchte im New Beetle, die lehnt sich natürlich ans Original, der auch da in der Endphase beim VW Käfer diese ganz große Heckleuchte hat, wurde auch Elefantenfuß genannt. Ja, das findet man hier auch wieder. Ja, wenn man so das Design, da ging das auch schon los mit dem Design im Scheinwerfer bzw. auch in der Heckleuchte selber. Also, dass man hier dieser Leuchte ein gewisses Innenleben gegeben hat, was heute sehr, sehr, sehr modern ist mit LED und Blinken, laufenden Blinkern und so weiter. Das ging da also, wurde da auch schon TT und mit den Audis zu der Zeit schon ein bisschen eingeführt. Ja. Welches Zeichen haben die beiden Autos gesetzt? Also der TT war für die damalige Zeit eine Riesensensation, weil er hat wieder das Thema Roadster, das Thema Spaßfahrzeug, und zwar erschwingliches Spaßfahrzeug, neu belebt und halt mit diesem Design, wo man einfach, wo jeder hergehen kann, jedes Kind hergehen kann, kann mit dem Stift, kann eigentlich das Grundthema von dem TT-Design nachmalen, ne, mit drei Bögen. Ist beim Coupé noch ausgeprägter als beim Roadster, aber wenn das Dach geschlossen ist, habe ich im Prinzip den Bogen eben auch. Also das war zu der TT war damals auf der IAA, war die Sensation, da wurde als Studie vorgestellt und jeder hat gesagt, das Auto, das muss kommen, das darf keine Studie bleiben. Und dank der intelligenten Audi-Techniker und einer sehr guten Umsetzung auf Basis der VW Golf Plattform war das Auto auch wirtschaftlich realisierbar. Ja, man hat gewisse Großserienteile bemüht, da gab es welche, die haben gelästert, naja gut, das ist ja kein reinrassiger Sportwagen. Ja gut, aber auf der anderen Seite war er erschwinglich, er war zuverlässig, es war bewährte Technik. Ja, es ist heute ein Fahrzeug, das ist fast 20 Jahre alt, oder es ist 20, der ist 20 Jahre alt, glaube ich sogar. Bekommt problemlos Ersatzteile, kann ihn günstig reparieren und die Qualität, verzinkte Karosserie, Audi-Qualitätsmaßstäbe. Das Auto ist also, wenn man sich Alphas aus der Zeit anguckt, die gibt es erstens mal kaum noch, weil sie alle auseinandergefallen sind. Und wenn man sie sich anguckt, wenn man so fährt, hat man keinen Spaß damit, weil ständig ist irgendwas, die Langzeitqualität war halt da auch nicht gegeben. Und bei dem Fahrzeug kann man sagen, das ist ein Auto für ewig, ja. Und beim New Beetle war halt der Ansatz der, dass das klassische VW-Thema, der VW Käfer, der wurde halt wiederbelebt. Und der New Beetle war eigentlich so der Start in das sogenannte Retro-Design. Ja, Ende der 90er Jahre wieder die Sehnsucht nach dem Alten, nach dem, was mal war, was, um das wiederzubeleben. Da gab es dann einige Fahrzeuge, die dann auch das Retro-Design wieder aufgegriffen haben. Mittlerweile ist das Thema Retro wieder eingeschlafen. Der Trend ist eigentlich am Abklingen. Es gibt auch den New Beetle nicht mehr. Es gab dann noch eine zweite Generation, die war dann aber nicht so erfolgreich wie die erste. Das Thema hat sich ein bisschen totgelaufen. Ist also ein typisches Zeichen für die Jahrtausendwende, End 90er und die Jahre von 2000 bis 2010 mit den Retro-Fahrzeugen. Ja? Auf der anderen Seite ist auch hier ein Klassiker entstanden,
Die Fahrzeuge sind auch sehr wertstabil, sind qualitativ auch sehr gut. Wurde übrigens von Karmann gebaut, also deutscher Hersteller für Cabrios, erste Adresse damals. Und der hat dafür gesorgt, dass das Fahrzeug auch sehr qualitativ sehr gut ist. Bei dem TT als Roadster mit einem kleinen Dachausschnitt und so weiter ist die Stabilität gegenüber dem Coupé natürlich ein bisschen schlechter, aber grundsätzlich bei so einem Fahrzeug ist es nicht so schwierig, die Karosseriestabilität herzustellen. Während bei dem New Beetle mit dieser sehr großen Öffnung, ja, mit diesem großen Innenraum, da ist es schon nicht so einfach, das Auto sehr stabil hinzukriegen. Und das hat Karmann also da sehr, sehr, sehr gut hinbekommen. Also das Fahrzeug hat sehr wenig Verwindungen. Auch auf schlechter Straße sind wir ja heute gefahren, hat wenig geschüttelt, im Innenspiegel zittert es ein bisschen, das ist aber fast bei jedem Cabrio so. Also auch hier ein qualitativ sehr gutes Fahrzeug entstanden, was zum Ausdruck kommt darin, dass bei beiden Fahrzeugen heute die Preise für gepflegte, gute Exemplare sich irgendwo zwischen, ich sag mal, 7 und weit über 10.000 Euro bewegen. Ja, gerade für die Cabrios, also für die offenen Fahrzeuge, die seltener sind und die halt natürlich nochmal ein bisschen mehr Spaß machen. Jetzt hier bei dem Wetter, es gibt ja nichts Schöneres als Cabrio fahren. Und wenn man die Autos pflegt, wenn man es vernünftig fährt, dann verlieren die auch nicht mehr viel an Wert. Ja. Also der spezielle Beetle Cabrio mit dem Diesel ist ganz, ganz selten. Da werden Exemplare mittlerweile angeboten bis zu 10.000 Euro beim TT mit wenig Kilometer. Gut gepflegt geht es über die 10.000 Euro. Und ich denke mal, der Markt, das Angebot ist begrenzt. Ja, man kann sich keinen größeren Spaß erlauben, den man sich auch noch leisten kann, sage ich mal. Ein erschwinglicher Spaß. Und ja, wer Freude daran hat, ja, kann man nur beglückwünschen, wenn man ein schönes Auto gefunden hat. Und hier stehen zwei.